Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute möchte ich euch zwei Pacificas vorstellen, und zwar einmal den Touring L und einmal den Limited. Das sind die beiden Modelle, die wir am meisten da haben und am meisten auch verkaufen. Und weil mich viele Kunden immer fragen, immer Christoph, was ist denn der Unterschied zwischen den beiden, nehme ich euch jetzt mal mit und wir schauen gemeinsam, woran sich die beiden Pacificas denn so unterscheiden. Ich fange direkt mal außen an, und zwar, wir sehen das sofort, wenn ich die Autos einmal aufmache. Der Limited, das ist jetzt hier der linke, hat Xenon-Scheinwerfer. Der Touring L hat Halogen. Ihr seht das hier vom Unterschied. Hier ist es mehr gelblich und hier ist es mehr bläulich. Das heißt, der Limited hat Xenon, der Touring L hat Halogen, kein Xenon. Ansonsten optisch von außen, der Touring L hat die Spiegel immer in Wagenfarbe lackiert, das sehen wir hier. Die sind weiß. Und der Limited hat immer diesen Chromdeckel hier oben drauf. Daran kann man das gut erkennen. Die Frage der Felgen. Hier haben wir jetzt unterschiedliche Felgendesigns. Beides aber 18 Zoll. Es gibt aber vom Limited auch Modelle, da haben die 20 Zoll Felgen drauf. Haben wir auch schon da gehabt. Oder wir haben, da hinten steht auch der Pacifica Limited S, der hat auch 20 Zoll drauf, aber das ist ganz unterschiedlich, mal 18, mal 20 Zoll. Designtechnisch werden wir auch das Design, was jetzt auf dem Limited ist, auch schon auf dem Touring L gehabt. Also da kann man jetzt nicht sagen, das ist immer die Limited-Felge und das nicht, das ist immer ganz unterschiedlich. Ansonsten, was hat er von außen noch, was sie unterscheidet, die beiden? Ganz markanter Punkt, das Schiebedach, beziehungsweise die Schiebedächer. Der Touring L, wenn ich jetzt mal aufs Dach halte. Der Touring L hat kein Schiebedach. Ich schwenke jetzt mal rüber zum Limited. Der Limited hat ein großes Schiebedach vorne und ein kleines Schiebedach noch hinten. Das heißt, wir haben im Limited zwei Schiebedächer, die natürlich enorm viel Helligkeit bringen. Ich bin immer ein Fan von Schiebedächern. Ich finde das immer cool, wenn man es hat. Ist einfach ein Pluspunkt für den Limited. Das Grundkonzept, elektrische Schiebetüren, elektrische Heckklappe, das Stow-and-Go-System ist bei beiden das gleiche. Also da die Basis ist gleich. Wir haben den einzigen Unterschied beim Limited ist die dritte Heckklappe, die dritte Sitzreihe elektrisch einklappbar. Das zeige ich euch jetzt mal eben. Und zwar, wenn ich jetzt hier die Heckklappe öffne, ich gehe auch direkt zum Touring L, damit ich euch direkt den Unterschied zeigen kann. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Videos auch schon öfter erzählt. Wenn ich jetzt hier diese Knöpfe benutze, das hat der Limited, dann gehe ich jetzt zum Beispiel auf Stow, dann klappt sich die Sitzreihe elektrisch ein. Das ist cool, versteht mich nicht falsch, ist ein cooles Feature, aber ihr merkt, während ich im Hintergrund erzähle und euch das präsentiere, dauert das enorm lange, bis diese Sitzbank komplett eingeklappt ist. Der direkte Vergleich ist jetzt beim Touring L, zeige ich euch. Das mache ich zwar manuell, geht aber unheimlich schnell. Also ich habe hier die Möglichkeit, es selber zu machen. Klar, ich müsste jetzt hier die andere Seite auch noch einklappen, aber vom Handling und vom Zeitaufwand finde ich es persönlich beim Touring L besser, weil es manuell ist und schneller geht. Cooles Faktor beim Limited natürlich weiter oben, weil es elektrisch ist. Von außen ist es das eigentlich schon gewesen. Wir können jetzt mal reingehen. Beim Touring L, fange ich jetzt mal an, haben wir ein 7 Zoll Touchdisplay. Das sieht so aus. Vom funktionalen Grundsatz sind die beide gleich beim Limited, das werdet ihr gleich sehen. Der Limited hat ein US-Navi integriert. Das US-Navi bringt euch aber auch in Deutschland nicht nach Hause. Also wenn ihr da drauf geht, zeigt er euch zwar irgendeinen Standort an, aber irgendwo im Nichts steht ihr dann, weil der euch nicht orten kann. Die haben aber beide Apple CarPlay und Android Auto. Dazu gibt es ein separates Video, das verlinke ich euch, wie Apple CarPlay und Android Auto funktioniert. Eine geniale Erfindung, zeige ich euch separat. Der Touring L hat jetzt hier das normale Lederlenkrad und den normalen Tacho. Merkt euch diese Tachoansicht.
und das normale Armaturenbrett. Dann gehen wir mal rüber in den Limited. Der Limited hat zwei, drei Sachen mehr an Ausstattung im Innenraum, die auch cool sind zu haben. Ob man die wirklich immer braucht, steht am anderen Blatt. Das muss jeder für sich entscheiden. Ist auch gut, dass man das selber entscheiden kann und soll. Ich zeige euch trotzdem. Also, der Limited hat zum Beispiel Sitzmemory. Das heißt, ich kann hier rüber Fahrer 1 und Fahrer 2 einstellen und abspeichern. Im Limited haben wir hier dieses Bicolor, also zweifarbige Lenkrad. Einmal innen immer hell und außen dann dunkel. Wir haben jetzt hier das große 8,4 Zoll Touch-Display. Machen wir jetzt mal eben die Zündung an, damit ihr das auch sehen könnt. So, da sehen wir das große Display. Das geht jetzt hier halt bis zum Rand, rundrum. Der Touring L hat das halt etwas kleiner, da ist es ungefähr so bis hier in diesem Bereich. Dann haben wir das Armaturenbrett anders abgesetzt beim Limited. Ihr seht hier, die Nähte sind anders, das ist beledert, das Armaturenbrett. Und der Tacho ist hier in der Mitte voll digital. Beim Touring L hatten wir nur hier diesen kleinen Ausschnitt digital. Da war die Tankanzeige und die Temperaturanzeige noch manuell bzw. analog mit Zeigern. Dann ist der Limited noch mit USB-Ports versorgt überall. Das heißt, wir haben diverse Möglichkeiten, unsere Telefone oder mobilen Endgeräte, was auch immer das ist, laden zu können während der Fahrt. Wir haben zum Beispiel dann hier in den Sitzen sind USB-Ports. Wir haben hinten auch noch USB-Ports. Und hier zeige ich nochmal das Schiebedach, beziehungsweise die Schiebedächer. Das sieht schon cool aus. Und das war eigentlich der größte Unterschied. Ich fasse das nochmal eben zusammen. Der Limited hat Xenon, Touring L hat Halogenscheinwerfer. Felgengröße, Touring L 17 oder 18 Zoll, Limited 18 oder 20 Zoll. Variiert immer, je nachdem. Dann Stow-and-Go-System, elektrische Schiebetüren, elektrische Heckklappe, ist bei beiden das gleiche. Einziger Unterschied, Limited hat die dritte Sitzreihe beim Stow-and-Go-System elektrisch einklappbar. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, überlasse ich euch. Dann haben wir beim Limited zwei Schiebedächer, der Touring L hat keine Schiebedächer. Der Limited hat Sitzmemory, Bicolor Lederlenkrad, größeres Touchdisplay. Apple CarPlay, Android Auto haben sie beide und die Grundsatzfunktionen Sitzheizung, Lenkradheizung haben sie auch beide. Also es ist nur eine Vergrößerung des Displays. Ansonsten, der Limited hat zusätzlich noch USB-Ports, dass man unterwegs halt laden kann, Handy, Kamera, was auch immer. Und ja, das war dafür die Zusammenfassung. Das heißt, der Limited hat, achso, und habe ich vergessen, der Limited hat noch in der Mitte ein digitales Display. Das noch am Rande. Das heißt, der Limited hat natürlich mehr Ausstattung, hat auch entsprechend immer einen höheren Preis. Aber unsere Kunden finden sie beide sehr gut und da muss man dann immer gucken, was einem wichtig ist und was einem nicht wichtig ist und was halt in den persönlichen Geldbeutel passt. Aber wir haben sie beide da. Ich verlinke euch auch unten in der Videobeschreibung den Link zu unserer Homepage, dass ihr direkt drauf kommt. Und wie immer, wenn ihr Fragen habt, ruft mich gerne an oder schreibt mir. Ich beantworte die Fragen gerne. Und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen wieder mal. Bleibt gesund in dieser Schreckenzeit. Bitte, bitte bleibt gesund. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.